آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Allerwelten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Heute werden wir fortfahren mit der Surat Al-Hijr, die Surah 15 im Koran Al-Karim. Gestern, liebe Geschwister, haben wir darüber gesprochen, wie das richtige Verhältnis zwischen der Furcht eines Dieners ist und der Hoffnung eines Dieners ist. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns Muslime. Heute wollen wir bi'idhnillah ta'ala weiter fortfahren. Nur ein, zwei Sätze. Wer kann mir das Verhältnis erklären von einem Diener zwischen Angst und Hoffnung? Wer kann das Verhältnis kurz erklären, damit wir auch das nicht verloren gehen lassen? Wenn man mit rechts will. Na, bitteschön. Fangen wir generell an mit dem normalen Verhältnis. Was ist Al-Asl? Was ist die Grundlage? Wie ist das Verhältnis? Wir haben das beschrieben. Wir haben gesagt, das ist wie ein Vogel, der zwei Flügel hat. Der eine Flügel ist was? Angst und Hoffnung. Das heißt, wie sollten sie sein? Immer im Gleichgewicht. Weil überlegt, und das kann man sich leicht merken, weil wenn ein Flügel gebrochen ist, dann wird der Vogel was? Abstürzen und landet bei dem Araber im Kochtopf, richtig? Mhm. Na, aber jetzt gibt es Situationen, wo wir die Hoffnung vermehren müssen. Das waren welche Situationen? Eins hast du schon genannt. Bei der Reue, richtig, sehr gut. Und kurz vor dem Tod. Und wann sollte man die Tür der Angst öffnen? Wann sollte die Tür der Angst geöffnet werden? Na, wenn man gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala unaufmerksam ist und so lebt, wie man möchte, dann sollte die Tür der Angst geöffnet werden. Und das ist sehr, sehr wichtig, ist das Thema. Warum? Weil viele Leute können nicht mit diesen Themen umgehen. Wir sehen, dass sie zwar sagen, ja, ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir jede Sünde vergeben kann, aber dann später sind es genau die Leute, die den Weg verlassen, weil sie dann mit etwas Neuem kommen. Sie sagen dir, warum sollte ich noch weiter gute Taten machen, wo ich doch so viele Sünden mache? Dann bereue einfach für deine Sünden und denk nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht hier vergeben kann. Einer, der schmutzig ist, wird auch nicht sagen, warum soll ich duschen, wenn ich doch schmutzig bin. Ja? Das wird keiner sagen, der einen Verstand besitzt, liebe Geschwister. Heute, bi'idhnillah ta'ala, machen wir dann weiter mit den Ayat. A'udhu billahi s-sami'il alim min ash-shaytanir rajim. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون Passt auf bei Inna. Einer hat gerade gesagt, Inna minkum. Das ist falsch. Inna, es gibt Inna mit Alif, das heißt wir. Ja? Und Inna ohne Alif, das heißt nur Alif nun. Was ist das? Das heißt wahrlich. Das sind zwei verschiedene Bedeutungen. Deswegen Inna, das Alif soll zu hören sein. Naam. Inna minkum wajilun. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون
Sehr schön. Alhamdulillah. Jeder hat ein Wort bekommen, das ist schön. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Müde, hungrig, arbeitslos, kein Geld. Na, das sind die Ayat bis hierhin. Verzeiht mir, damit wir im Sinnzusammenhang bleiben. Gestern haben wir auch nur zwei Ayat gemacht. Ne? Deswegen knallen wir die heute drauf, inshallah ta'ala. Das heißt, wir haben heute, wie viel sind das? 5. Aber es sind kurze Ayat. Bi'idhnillah ta'ala werdet ihr das verkraften. Wir wollen heute, inshallah ta'ala, über diese Geschichte von Ibrahim alayhi salatu wassalam mit den Engeln sprechen. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ Ibrahim. Und berichte ihnen von den Gästen Ibrahims. Dhaif ist Einzahl oder Mehrzahl? Ja, rahmukullah. Ist Einzahl oder Mehrzahl, Sheikh Ahmed? Mashallah. Einzahl. Taib. Daif ist Einzahl. Was ist Mehrzahl von Daif? Duyuf. Duyuf ur-Rahman. Kennt die Gäste von ar-Rahman. Das eine ist Einzahl, das andere ist Mehrzahl. Aber sprechen wir hier über Einzahl? Nein. Sondern es kamen mehrere Engel zu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sie kamen zu ihm nach Hause. Und das war nur eine Zwischenstation für sie. Sie hatten ein ganz anderes Ziel gehabt, worüber wir noch sprechen werden, bi'idhnillah ta'ala. Wer waren hier die Gäste, die hier gemeint sind? Wer kann mir das sagen? Wer sind hier die Gäste Ibrahims? Das heißt, was waren sie? Engel. Die Engel kamen zu ihm. Und zwar drei Engel. Das war Jibril und Mikael und Israfil. Diese kamen zu Ibrahim alayhi salatu wassalam, in welcher Gestalt? In Menschengestalt. Sie kamen in Menschengestalt zu ihm. Und hier lernen wir auch, dass ein Engel in Menschengestalt kommen kann. Und es gibt eine bekannte Überlieferung bei Imam Muslim, dass eines Tages ein Mann auf dem Weg zu jemandem war, den er besuchen wollte, weil er ihn für Allah azza wa jal geliebt hat. Dann schickte Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Engel in Menschengestalt. Dieser hielt ihn auf dem Weg auf und sagte zu ihm, wohin des Weges? Er sagte zu ihm, ich gehe meinen Bruder besuchen, alaikum salam wa barakatuh, ich gehe meinen Bruder besuchen, den ich für Allah azza wa jal liebe. So fragte der Engel ihn, ist das das einzige Ziel, was du hast, dass du deinen Bruder besuchst? Das heißt, hast du kein geschäftliches Interesse oder sonstiges? Er sagte nur, dass ich ihn für Allah azza wa jal liebe. So sagte der Engel zu ihm, ich bin von Allah herabgesandt worden, das heißt zum ersten Mal auf die Erde, damit ich dir berichte, dass Allah dich so liebt, wie du deinen Bruder für ihn liebst. Das war ein Engel, der in Menschengestalt zu ihm geschickt wurde und die Engel können in Menschengestalt kommen. Die Engel können in Menschengestalt kommen. Und diese Engel waren in wunderschöner Form, wie sie entsandt wurden auf die Erde. Das heißt, Jibril, Mikael und Israfil, alayhim salam, sie kamen in einer wunderschönen Gestalt. Was war ihr Begehren? إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Sie kamen zu Ibrahim alayhi salatu wassalam herein und begrüßten ihn. Was heißt قَالُوا سَلَامًا? Hi, Hallöle, Marhaban. Was heißt Salam? Friede sei mit dir, das heißt Assalamu alaikum. Und das ist der Friedensgruß der Muslime. Wir kennen keinen anderen Friedensgruß.
Sag mal, Abu al-Bara, ist es schlimm, wenn ich sage zum Beispiel Marhaban? Nein. Aber erstmal sagst du was? Assalamu alaikum. Wenn du deinen Bruder siehst, sagst du Assalamu alaikum, weil das ist der Friedensgruß, der uns gegeben wurde. Und in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, ihr werdet nicht eher glauben, was, bis ihr einander liebt. La tu'minu hatta tuhabbu. Ihr werdet nicht eher gläubig sein, bis ihr einander liebt. Hal adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu ahbabtum? Kennt ihr das Lied? Die meisten Lieder habe ich hier alle in der Moschee kennengelernt. Ja, nee. Soll ich euch auf eine Sache hinweisen, die, wenn ihr sie tut, dann werdet ihr einander lieben? Afshus salama bainakum. Verbreitet den Friedensgruß was? Unter euch. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir sehen heute Zeichen der Stunde. Was sind Zeichen der Stunde? Was sind Zeichen der Stunde, Nam? Nein, Zeichen der Stunde meine ich in Bezug auf den Friedensgruß. Nam. Die Leute grüßen heute nur noch diejenigen, die sie kennen. Der sieht jemanden auf der Straße, klarer Muslim, der grüßt ihn nicht. Dann sieht er einen, der ein paar Meter dahinter steht, den grüßt er. Subhanallah, warum grüßt du nicht den Ersten? Sag mal, ist keine Pflicht, richtig, ist keine Pflicht. Aber was hat der Prophet sallam gesagt? Das hat mit dem Glauben zu tun. Na? Ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr was? Einander liebt. Das heißt, das hat mit was zu tun? Mit dem Glauben. Und wenn ihr gläubig seid, dann werdet ihr auch den Friedensgruß untereinander verbreiten. Das gehört zum Iman. So, und wenn du Leute siehst, die sind Muslime, du grüßt sie nicht, du gehst einfach an ihnen vorbei, dann fehlt dir etwas. Warum grüßt du sie nicht? Du sollst sie grüßen, ob du sie kennst oder nicht. Ich meine jetzt Männer, Männer und Frauen, Frauen, ja. Dass viele Brüder Frauen grüßen, das wissen wir. Ja, zwar nicht die Männer, aber die Frauen grüßen sie. Das ist nicht gemeint. Sondern wir meinen die Männer und die Frauen, die Frauen. Warum? Weil das gehört zum Iman und das zeigt dir, dass du nicht ein Grund bist für das Eintreffen der Stunde. Denn bei der Stunde wird es so sein, dass die Leute nur noch diejenigen grüßen werden, oder ein Zeichen von der Stunde wird es sein, dass die Leute nur noch diejenigen grüßen werden, die sie kennen. Und das ist nichts Gutes, liebe Geschwister. Deswegen verbreitet den Friedensgruß untereinander. Wenn er auch nicht zurückgrüßt, das Grüßen selber ist eine Sunna, das Antworten ist eine Pflicht. Und wenn er nicht antwortet, dann gehst du nicht hin und machst ihn an, sondern der hat seinen Lohn verpasst, der Ärmste. Der weiß nicht, was Lohn bedeutet. Deswegen mit ihm brauchst du nicht weiter zu reden. Es gibt natürlich, nicht alle grüßen dich. Das hat auch mit deiner Akida zu tun, weil sie haben noch keine Bestätigung, dass du Muslim bist. Solange diese Bestätigung nicht da ist, können sie dich auch nicht grüßen, weil erstmal musst du beweisen, dass du Muslim bist. Das kannst du nicht beweisen, indem du muslimisch aussiehst und Assalamu alaikum sagst, sondern bei denen ist mehr angesagt. Na? Und das sind die Irrgehenden, möge Allah azza wa jalla diese Leute der Bid'a recht leiten. Dieses Friedensgruß, damit kamen die Malaika zu ihm herein. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Was sagte er zu ihnen? قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوا. Okay, wir haben Angst vor euch, sagte er. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wie? Die Engel kommen zu ihm herein. Sie sind in wunderschöner Gestalt, wie wir gesagt haben, auch in Menschengestalt. Sie kamen ja nicht in Engelgestalt herein. Und er sagte, wir ängstigen uns vor euch. Das heißt, wir haben Angst vor euch. Natürlich, wir, mit wem war er zusammen? Mit seiner Frau. Warum hat er Angst vor ihnen gehabt? Wer sagt mir das? Und ihr solltet wissen, der Koran erklärt immer den Koran. Und das ist die beste Erklärung. Wenn der Koran den Koran erklärt, ist das die beste Erklärung. Warum hatte er Angst vor ihnen? Bitteschön. Nein, das war nicht der Grund. Tafaddal.
wären die Nachbarn oder so. Also, Nein, das ist auch nicht nein, der Grund. nein. Tafaddal, alaikum salam wa rahmatullah. Bitte schön. Bitte? Nein. In Surat al-Dhariyat gibt es die Geschichte ebenfalls, liebe Geschwister. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Idh dakhalu alayhi faqala salama, qala salamun qawmun munkarun. Das heißt, ihr seid ein Volk, wir kennen euch nicht, wir wissen nicht, wer ihr seid. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. So ist er zu seiner Familie zurückgekehrt und kam mit was zurück? Mit einem Ijl. Was ist Ijl? Die Leute, die gerne essen, wissen das. Hä? Nein, beides nicht. Kalb oder Kalb? Kein Kalb. Also, Kalb ist haram zu essen. Aber mit einem Kalb. Das heißt, dieses wunderschöne, prächtige Tier, damit kam Ibrahim a.s. Hier, Samin, das heißt, kein knochiges Tier, ja. Und in Surat Hud lesen wir, dass dieses von ihm auf beste Art und Weise gegrillt wurde. Das heißt, er hat ihn was Schönes zurechtgemacht. Verqarrabahu ilayhim, so hat er diesen Ijl, dieses Kalb, hat er ihnen nahegebracht. Qala ala ta'kulun, was ist mit euch, dass ihr nicht isst? Taib. Jetzt kommt jemand zu dir herein. Du kennst ihn nicht, du weißt nicht, was er von dir will. Definitiv. Er kommt rein. Was hat Ibrahim a.s. gemacht? Hat seine Gastfreundlichkeit bewiesen. Wir kommen gleich dazu, inshallah. Diese Person isst nicht, sondern guckt dich ernst an. Wenn jemand nicht isst, obwohl du ihm etwas Prächtiges hingelegt hast, was könnte das bedeuten unter anderem? Hä? Kommt er, um dir etwas Gutes zu tun oder vielleicht sogar auch etwas Schlechtes zu tun? Überlegt mal, ich lade jetzt zum Beispiel, ich gucke jemanden an jetzt, Jeton, ich lade ihn ein nach Hause, Jeton, beziehungsweise er kommt zu mir nach Hause, ich kenne ihn nicht, dann tue ich ihm wunderschönes Essen hin und er guckt mich nur so an, ernst, weil wir werden hören, mit welcher Botschaft sie gekommen sind und er will gar nichts essen, obwohl ich weiß, das ist ein Reisender, warum isst der nicht? Da könnte man schon denken, vielleicht geht das auch in die andere Richtung. Auf jeden Fall, sie haben nicht gegessen. Warum haben sie nicht gegessen? Warum haben sie nicht gegessen? Er sagt, weil sie sie nicht kannten. Weil sie Engel sind. Die Engel, was machen sie? Weder essen sie noch trinken sie. Den Hadith haben wir schon studiert. Wer hat den Hadith mit uns studiert? Ja, jetzt will es wieder keiner gewesen sein. Ne? Den haben wir schon studiert. Weder essen sie noch trinken sie und sie sind was? Gehorsame Diener. Tayyib, so haben wir die Ayat miteinander erklärt. Qalu la tawjal. Er sagte, wir haben Angst vor euch. Wer seid ihr, dass ihr nicht isst? Sie sagten, du brauchst dich nicht zu ängstigen. Du brauchst dich nicht zu ängstigen. Und wir haben, als wir damals über die Engel gesprochen haben, haben wir gesagt, sie kommen nur mit zwei Aufträgen. Mit welchen Aufträgen kommen sie auf die Erde? Nein. Mit der Botschaft selber oder? Oder mit der? Mit der Strafe. So, hier haben sie beides miteinander verbinden. Mit der Botschaft und mit der Strafe. Erstmal, was hat Ibrahim a.s. gemacht? Kannte er diese Leute, die bei ihm eingetreten sind? Antwort, er kannte sie nicht. Aber was hat er gemacht? Und hier haben die Gelehrten die Ahkam al-Diyafa erklärt. Das heißt, die Regeln, wie man jemanden bewirtet, wie man einen Gast richtig bewirtet. Was hat er sofort gemacht? Na, er war sehr gastfreundlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Das gehört zum Islam, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifa. Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er sein Gast, was? Nein. Falyukrim daifa. Ja, das heißt großzügig behandeln. Er soll großzügig zu ihm sein. Wenn einer zu euch kommt, ein Gast, nicht jetzt die Sicherheitsbehörden, ein Gast,
dann behandelt ihn freundlich. Warum? Das gehört zum Islam. Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das heißt, das ist ein Zeichen von deinem Iman, von deinem Glauben. Was hat er ihnen gebracht? Trockenes Brot? Verschimmelte Marmelade? Was hat er ihnen gebracht? Ein Kalb. Das heißt, ein prächtiges Tier und nicht irgendwie zubereitet, sondern auf beste Art und Weise. Und nicht nur das, als er gemerkt hat, diese Leute rühren sich nicht, was hat er gemacht? فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. So hat er diesen zu ihnen geschoben. Das heißt, er wollte, dass sie essen. Es gibt Leute manchmal, die laden jemanden ein, aber die bewirten ihn gar nicht. Und das ist falsch, liebe Geschwister. Sogar lernen wir von der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand zu dir kommt, er ist ein Gast, du bewirtest erstmal alle. Das heißt, du gibst erstmal allen zu essen, bevor du dann isst. Du gibst allen zu essen, bevor du isst. Aber es gibt Leute, die lassen dich gar nicht essen. Die geben dir immer wieder einen neuen Teller. Ja? So. Du gibst jedem erstmal, bevor du zum Schluss selber isst. Und du fängst an bei wem? Bei den? Bei wem fängst du an? Bei dem? Okay, richtig, aber allgemein bei dem Ältesten. Außer es gibt einen Kreis, dann fängst du an bei dem Rechten. Nicht bei der rechten Partei. Ja, bei den Rechten. So, das ist von Ahkam al-Diyafa. Das heißt, dass wir erstmal ein paar Benimmregeln lernen. Es gibt Leute, wenn du zu ihnen nach Hause gehst, der sagt dir, du musst jetzt gehen, wir werden jetzt zu Hause essen. Ja. Ich will jetzt auch keinen nennen. Die kennen nicht ganz Freundschaft. Ja. Das ist so, subhanallah, bei ihnen. Überlegt mal. Und das ist eine Eigenschaft, walhamdulillah, die ist bei den Muslimen noch geblieben. Was denkt ihr, warum so viele Deutsche jetzt auch Urlaub machen, wo in der Türkei und in unseren Ländern? Was gefällt ihnen besonders? Die Gastfreundschaft. Okay, einige werden beklaut und so, aber allgemein, die Gastfreundschaft gefällt ihnen. Das heißt, sie mögen das und sie zieht es immer wieder hin zu diesen Ländern. Und das ist wirklich eine wunderschöne Eigenschaft. Sei er Muslim oder Kafir, beide behandelst du gut. Warum? Weil der Prophet ﷺ sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er seinen Gast, was? Ehren. Und Ehren, hier diesen Gast, das kann ein Muslim sein, das kann nicht ein Muslim sein. Was lernen wir noch von den Ahkam al-Diyafa? Das heißt, wenn du gastfreundlich sein möchtest zu den Leuten, du schiebst ihnen das Essen vor. Das heißt, du gibst ihnen die Möglichkeit zu essen. Okay? Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, sagte, wenn du einen Gast bei dir zu Hause hast und du nicht weißt, ob er essen möchte und er auch nicht den Anschein macht, dass er essen möchte, dann lege ihm das Essen trotzdem hin vor ihn. Wenn er isst, dann gut, wenn nicht, dann nicht. Wenn er will, dann. Weil manche fragen, möchtest du essen? Dann sagt er zum Beispiel nein. So, was heißt bei Araber nein, wenn er nein sagt? Sehr gerne. Ja, bei Araber heißt, aber subhanallah, die haben diesen Charme. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah Azzawajal uns immer Charme geben. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft, dass man sagt nein. Es gibt Leute, die sind direkt. Du sagst, ist das alles? Ja, aber bei manchen, sie sagen dir nein. Aus Scham. Was sollst du machen? Du gibst ihnen dann den Teller. Du siehst danach, der Teller ist leer. Wenn das nein bedeutet, was bedeutet bei ihm ja? Das ist kein Problem, dass du ihn etwas vor ihm hinlegst. Wenn er isst, alhamdulillah, wenn nicht, dann hat er für sich selber entschieden. Jetzt geht es weiter. Sie sagten zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Sie sind nicht gekommen, um Ibrahim alayhi salatu wassalam eine schlechte Nachricht zu überbringen, sondern vielmehr kamen sie mit einer freudigen Botschaft. Die nächste Ayah, qala, achso, afan, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Wir verkünden dir? Wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen, das heißt einen wissenden Jungen. Hier kamen sie mit einer frohen Botschaft. Und zwar haben sie ihn hier wen verkündet? Welchen Sohn? Welchen Sohn?
Nicht mehr viele übrig geblieben. Ishaq alayhi salatu wassalam. Ishaq war wer? Wer war Ishaq? Ein Prophet und der Sohn von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und wie ihr wisst, liebe Geschwister, Ibrahim alayhi salatu wassalam hat erst im sehr späten Alter sein erstes Kind bekommen. Wer kann mir sagen, in welchem Alter ungefähr? In welchem Alter? 90. Circa. Die Gelehrten sagen zwischen 80 und 100. Allahu Akbar. Innahu ala kulli shay'in qadir. Er ist zu allem in der Lage. Er besitzt zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Sie haben ihn, Ishaq, verkündet. Nicht nur irgendeinen Jungen, sondern einen ganz besonderen. Und Ishaq hat einen edlen Stamm, liebe Geschwister. Und inshallah werden wir noch bei Gelegenheit darüber reden. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر نعم ach so du bist nee das ist nicht deine Aufgabe نعم liest dir bitte natürlich er wunderte sich und schaut mal liebe Geschwister manche Leute verstehen nicht dass einige Vertrauen oder beziehungsweise das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann haben wir aber was? Naturgesetze. Es gibt Naturgesetze. Was sagen uns die Naturgesetze? Wann kriegt eine Frau in der Regel keine Kinder mehr? Mit wie vielen Jahren zum Beispiel? Ungefähr. Bitteschön. Über 50. 45 bis 50. Okay? In der Regel kriegt sie da keine Kinder mehr. Bei einem Mann, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafidhullah, ich wusste, dass er zu mir kommt, subhanallah. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafidhullah, einer der Gelehrten, Hadith-Gelehrten, der auch in Masjid al-Nabawi Unterrichte gibt, hat mit 82 oder 83 ein Kind bekommen. Allahumma barik. Sein 35. mit vier Frauen. Es ist bei einem Mann nicht so eng wie bei einer Frau. Das heißt, der Mann kann auch ein bisschen später Kinder bekommen, aber irgendwann ist auch bei ihm was? Irgendwann ist bei ihm vorbei. Deswegen, was sagte er? Verkündet ihr mir einen Sohn, jetzt wo mich das hohe Alter sozusagen erreicht hat? Mit was kommt ihr für eine Verkündung? Was sagt ihr mir da? Nicht, weil er nicht sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht in der Lage, sondern vielmehr was? Vielmehr. Verwunderung. Ja? So wie wenn du jetzt hörst, eine Frau ist unfruchtbar. Eine Frau ist was? Unfruchtbar. Wenn sie unfruchtbar ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie ein Kind bekommt? Eigentlich gar nicht wahrscheinlich, richtig? Jetzt stellt euch vor, eine Frau ist unfruchtbar und der Mann ist 100 Jahre alt. Diese Kombination. Was würde man sagen? Niemals. Und diese Situation war bei wem im Beispiel? Nein. Bei wem? Bei Zakaria alayhi salatu wassalam. Und diese Ayat sind wunderschön. So hat Zakaria im Verborgenen Dua gemacht. Warum im Verborgenen? Die Gelehrten sagen, weil, stellt euch vor, ein alter Mann, dessen Hände schon zittrig sind, der sagt, ja Allah, schenke mir einen Sohn. Was werden die Leute machen? Die werden ihn ausladen. Als er seinen Herrn im Verborgenen um diese Bitte gebeten hat. Schenke mir einen Sohn. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bestätigt, dass er einen Sohn bekommt. Er sagte, wie? Meine Knochen sind alt geworden, sind sozusagen schon nicht mehr in der Lage, sich noch richtig zu bewegen. Und meine Frau ist unfruchtbar. Was haben wir gesagt? Wie alt war Zakaria alayhi salatu wassalam? Wie alt war er? Circa 100 Jahre. Und seine Frau war unfruchtbar. Was hat Allah ihm gegeben? Yahya, ein Sohn, den Allah subhanahu wa ta'ala selber mit diesem Namen genannt hat. Allah ist zu allem in der Lage. Und deswegen, was bringt uns das bei? Was sollen wir für einen Nutzen von diesen Ayat ziehen? Für uns selber. Wer sagt mir das? Was für einen Nutzen ziehen wir aus diesen Ayat? Dass Leute, die schwere Umstände haben, eigentlich gar nicht in der Lage sind, Kinder zu bekommen, dass Allah azawajal ihnen trotzdem Kinder gibt. Auf Allah azawajal vertrauen und noch einen wichtigen Zusatz, die
Ja, das meinte er, nicht die Hoffnung verlieren, aber auch gleichzeitig die Mittel dafür schaffen. Die Mittel dafür schaffen. Du weißt nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala, ich kann euch selber erzählen von einer Geschichte, subhanallah. Eine Schwester, die wir kennen, möge Allah azawajal sie segnen, diese Schwester hatte einen Tumor, okay? Diese Schwester hatte einen Tumor. Und sie hat ihre Regel nicht bekommen. Wenn eine Frau ihre Regel nicht bekommt, dann heißt das auch, sie bekommt keine Kinder. Diese Schwester musste dann Tabletten nehmen gegen ihren Tumor. Was haben diese Tabletten gleichzeitig bewirkt? Dass sie die Regel bekommen hat. Obwohl sie nie bekommen hat. Jetzt hat sie 4 Kinder. Allah macht alles möglich. Und davor hat sie jahrelang keine Kinder bekommen. Eine andere Schwester, die meine Mutter kennt, möge Allah unsere Mütter segnen und sie in das höchste Paradies eingelassen. Und wisset, liebe Geschwister, wer nicht jeden Tag Dua für seine Eltern macht, wer nicht jeden Tag Dua für seine Eltern macht, Sheikh Ibn Baz, rahimullah ta'ala, sagte, dieser hat eine Spur von Aq, von einem Ungehorsam. Möge Allah uns bewahren. Deswegen mach immer Dua für deine Eltern. Auch wenn sie jetzt nicht die besten Eltern sind, mach Dua für deine Eltern. Meine Mutter sagte mir, sie kennt eine Frau, die war mit ihrem Mann 10 Jahre verheiratet. Die haben 10 Jahre keine Kinder bekommen, bis sie die Hoffnung aufgegeben haben. Und wir kommen gleich dazu, wenn man die Hoffnung aufgibt. Die nächsten 10 Jahre hat sie jedes Jahr ein Kind bekommen. Jetzt haben sie 10 Kinder. 10 Jahre, jedes Jahr ein Kind. Kindergeld. Bei manchen geht es darum. Aber Alhamdulillah, nicht alle. Alhamdulillah. A'udhu billah, dass Leute mit dieser Absicht Kinder bekommen. A'udhu billah. طيب. Qala abashartumuni ala ammassani al-kibar. Wollt ihr mir eine frohe Botschaft machen im hohen Alter, was mich erreicht hat? Mit was kommt ihr für eine frohe Botschaft? Sie sagten, wir kommen mit der Qala. Qalu basharnaka bilhaq. Und weiter? Das ist die Bushra von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kommen nur mit dieser Botschaft. Und so gehöre nicht zu denjenigen, was sind die Qanitin, die ihre Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit verloren haben. Aber er hat ja gar nicht die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verloren, sondern was haben wir gesagt? Warum war bei ihm dieser Umstand so? Vielmehr, weil er wusste, er ist eigentlich schon zu alt. Er wusste, er ist zu alt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das für ihn geschrieben. Darum gehöre nicht zu denjenigen, die ihre Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verlieren. Qala. Er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boden? Er sagte, wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn außer den Irregehenden? Wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs außer die Irregehenden? Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs zu verlieren, gehört zu den großen Sünden, liebe Geschwister. Deswegen aufpassen hier. Und es wird berichtet in einer Überlieferung, die Sheikhul Islam, Rahimullah, als Hassan klassifiziert hat, sowohl auch sein Schüler Ibn al-Qayyim und Sheikhul Albani, Rahimullah ta'ala, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Allah lacht über seine Diener, Allah azza wa jal, lacht über seine Diener, die ihn um etwas gebeten haben, er es ihnen aber noch nicht erfüllt hat, bedeutet dieses Bittgebet, während sie hoffnungslos geworden sind, weil sie gesehen haben, diese Bitte wird nicht erfüllt, während sie hoffnungslos geworden sind, obwohl Allah ihnen schon die Lösung geschickt hat. Das heißt, während sie sich in diesem Zustand befinden, dass sie hoffnungslos werden, hat Allah ihnen schon was gesendet, die Bitte. Dann sagte einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, lacht Allah etwa? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, Allah lacht. Auf seine majestätische Art und Weise. Laysa kamithlihi shay. Allah ist wie niemand, wie nichts und niemand. Alles
unterscheidet sich von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagte der Mann, der verstanden hat am Ende von diesem Hadith, er sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala lacht, was kann uns dann noch an Schlechtem widerfahren? Allahu Akbar. Schau mal, was er für einen Fiqh hatte. Wenn Allah ein Rabb ist, ein Herr ist, der lacht, das heißt, kennt man nur Strafe von ihm? Antwort, nein. Wenn er subhanahu wa ta'ala lacht, dann haben wir nur Gutes von ihm zu erwarten. Das heißt, wir werden dann was? Unsere Bittgebete mehren. Wir werden unsere Bittgebete mehren und wir vertrauen darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas gibt. Und wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs? Und deswegen, diese Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs ist eine üble Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Ghafir, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Und euer Herr spricht, was? Bittet mich. Bittet mich heißt was? Hat er es befohlen, ja oder nein? Allah hat es befohlen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, die authentisch ist, man lam yas'ali Allah yaghdab alayh. Derjenige, der Allah nicht um etwas bittet, so wird Allah zornig auf ihn. Schau mal, während du einen Menschen 100-mal bittest, dieser Mensch wird irgendwann zornig auf dich, richtig? Allah wird zornig, wenn du ihn nicht bittest. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, du musst Allah Azza wa Jal bitten. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Wahrlich diejenigen, die zu hochmütig sind, uns zu bitten, yadkhuluna jahannama dakhirin, so werden sie was? Jahannam erniedrigt betreten. Demütig, das heißt auf schändliche Art und Weise betreten. Was will Allah Azza wa Jalla uns sagen? Du sollst Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und dann gibt es zwei Situationen, wenn du Allah Azza wa Jalla nicht bittest. Entweder bist du hochmütig oder, was ist die andere Situation? Du hast die Hoffnung, was? Verloren. Und beides ist schlimm. Denn wenn du hochmütig bist, dann tust du vor Allah Azza wa Jalla so, als ob du ihn nicht brauchst. Und hier wird er dich in Jahannam eingehen lassen, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du die Hoffnung auf Allah verlierst, wirst du ihn ebenfalls nicht bitten, weil du sagst dir, Allah wird das sowieso nicht erfüllen. Und deswegen, das ist ein Grund, warum von vielen Leuten nicht das Bittgebet erhört wird. Es gibt Leute, ihr werdet lachen, der bittet zwar Allah, aber gleichzeitig, was ist seine Vermutung? Allah wird oder wird ihn nicht antworten? Wird ihn nicht antworten. Zum Beispiel, einer sagt, ja Allah, bringe mich von den Sünden weg. Er selber ist aber nicht überzeugt davon, dass Allah Azza wa Jalla das tut. Und er selber hat schon, er bittet zwar noch, aber diese Art von Bitte wird Allah Azza wa Jalla nicht erhören. Wer sagt mir warum? Warum wird Allah diese Bitte nicht erhören? Weil er nicht gewiss ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, während ihr gewiss seid, dass Allah euch erhört. Wenn du nicht gewiss bist, dann wird Allah azza wa jalla dein Bittgebet nicht erhören. Einer sagt, ja Allah, bring mich weg von den Sünden. Aber er glaubt gar nicht richtig daran. Bring mich weg von den Zigarettenrauchen. Er glaubt nicht richtig daran. Bring mich weg von dem und jenem. Er glaubt nicht richtig daran. Allah wird es nicht erhören. Ja Allah, bring mich weg von diesen schlechten, üblen, versauten Filmen, die viele Jugendliche fast jeden Tag oder stundenlang gucken. Jetzt sogar im Ramadan, möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. Er glaubt nicht daran, während er Allah Azza wa Jalla bittet. Er glaubt das nicht. Und weil er nicht so richtig daran glaubt, wird Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala ihm dieses auch nicht erfüllen. Das heißt, wenn wir Bittgebet machen, innahu ala kulli shay'in qadir. Wenn ich dir sage, und das ist das richtige Vertrauen, geh und bitte Allah Azza wa Jalla darum, dass er dir 1 Million gibt. Ist Allah in der Lage? Allah ist in der Lage. Brauchen wir nicht zu lachen. Brauchen wir auch nicht ängstlich zu sein. Brauchen wir auch nicht hoffnungslos zu sein. Ja Allah, gib mir das. Und dann gibt Allah Azza wa Jalla dir das. Wenn das gut ist für dich, dann gibt er dir das. Allah subhanahu wa ta'ala, er kann alles machen. Aber manche Leute, subhanallah, der bittet Allah, während er selber nicht daran glaubt, dass Allah Azza wa Jalla ihm das erfüllen kann. Ja, deine Macht ist nicht die Macht Allahs. Du selber bist nicht in der Lage dazu, aber Allah Azza wa Jalla ist zu allem in der Lage. Hast du nicht gehört? Die Frau von Zakaria war was? Was war sie?
unfruchtbar. Und Zacharia war wie alt? Circa 100 Jahre. Ich meine, welche Kombination willst du noch? Welche Kombination willst du noch? Mariam radiallahu anha hatte keinen Mann gehabt. Hat sie ein Kind bekommen? Ich meine, wenn das logisch ist für dich, dann bitte. Das gehört zu den unglaublichsten Geschichten, aber sie sind passiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat jemanden in der Höhle gelassen. Wie viele Jahre hat er ihn schlafen lassen? 100 Jahre. Aber sein Essen ist nicht verdorben. Nach 100 Jahren. Möglich oder unmöglich? Eigentlich für dich und für mich unmöglich. Aber für Allah kein Problem. Deswegen, ja, Ikhwa, das Schlimmste ist, dass du kein richtiges Vertrauen auf Allah azawajal hast. Ob Allah dir jetzt die Sache gibt oder nicht, gibt es nochmal eine andere Sache. Aber das heißt nicht, dass du nicht darum bitten kannst. Das heißt nicht, dass du Allah azawajal nicht darum bitten kannst. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Und wer gibt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs auf, außer wer? Die Irregehenden. Das ist kein positiver Begriff im Islam. Das heißt, das ist etwas gänzlich Schlechtes, liebe Geschwister. Daher deine Aufgabe ist es, dass du als Muslim voll überzeugt bist bei deinem Dua. Du bist überzeugt, Allah kann das machen. Wer von euch, ich frage euch in der Runde, hat etwas sehr Seltsames erlebt oder etwas sehr Unglaubliches erlebt mit seinem Bittgebet, wo er niemals dachte, dass das passieren wird? Okay, möchtest du uns was erzählen? Ja, gestern zum Beispiel. Aber wenn es halal ist, ja? Na, ja, bitte schön. Ich war aus der Straße, ich bin runtergegangen, da standen da 5 Minuten, dass die Bahn kommt, haben da die Zähne. MashaAllah, Alhamdulillah. Ich dachte, du hast gebeten, dass der Fahrkontrolleur nicht kommt und dann bist du gefahren. Na, wer will uns noch eine Geschichte erzählen von etwas Unglaublichem? Das soll auch die Geschwister stärken, beten in La Ta'ala, damit man auch weiß. Na, bitteschön. Eine Person, ich will nicht sagen, welche Person das ist, dass er oder diejenige betet und nicht mal 2 Tage hat angefangen zu beten. Allahu Akbar. Weit war von der Religion. Allahu Akbar. Das ist die Sache, Alhamdulillah. Wer hat noch etwas erlebt von euch? Etwas, wo er selber eigentlich ehrlicherweise nicht dachte, dass das so... Na? Bitte schön, Mutawak. Ein bisschen lang. Ja, dann mach die Benina Kurzform, inshallah. Ich bin hier als Asylant gekommen. Jahrelang habe ich alles mal darum gebeten, dass er mir eine rechtschaffene Ehefrau gibt. Und eine Zeit lang habe ich meine Asyl war ungültig. Das heißt, ich war auf die Abschiebungsliste und habe ich auch 6 Mal Abschiebungsbrief gesehen. Und meine Arbeit verloren, hatte ich keine Wohnung gehabt. Und nach einem Monat, wo diese Sache passiert ist, alles war, hat mir eine Frau mit einer Frau versorgt, mit einem Zuhause versorgt. Nach 3 Jahren hat er mir eine zweite Frau gegeben und ein Kind gegeben. Und dann nach einem Jahr hat er mir mit meiner ersten Frau noch ein Kind gegeben. MashaAllah, tabarak Rahman. Möge Allah so schnell dich und deine Familien segnen. Ja. Sag mal, diese Abschiebeplatte, hast du das noch? Mich interessieren. Darf man jemanden verpfeifen? Subhanallah, habt ihr nichts erlebt? Macht ihr kein Dua? Keine unglaublichen Geschichten erlebt? Ich erzähle euch auch eine Geschichte von mir, inshallah. Wir hatten damals keine Wohnung gehabt und wurden vorübergehend in eine Ferienwohnung reingebracht. Und subhanallah, dann hat sich das Gesetz geändert für die Ferienwohnung. Man durfte nicht mehr in einer Ferienwohnung wohnen. Das heißt, wir mussten raus. Und so, ihr wisst, wie der Zustand hier in Berlin ist. Wir waren mit 7 Leuten, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir haben 5 Kinder, möge Allah Azzawajal sie segnen und die Kinder aller Muslime. Und dann hat man uns schon auf die Obdachlosenliste reingemacht. Ja? Das heißt, es war kurz davor. So, es waren ungefähr noch 1,5 Monate. Und irgendwann haben wir dann einen Anruf bekommen. Sie hat uns angerufen und gesagt, sie hat eine Verwandte von mir angerufen und gesagt, da ist noch eine Wohnung frei für deinen Bruder, der damals angefragt hat. Dann, subhanallah, kam es zu dem Gespräch, diese Wohnung war eigentlich schon vermietet. War schon vermietet. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin,
Allah Azza wa Jal hat bestimmt, dass diese Wohnung dann für uns, inshallah ta'ala, geschrieben ist. Und so wohnen wir, alhamdulillah, seit langem in dieser Wohnung mit diesen netten Nachbarn. Ja, mit den netten Nachbarn. Und das war eine Sache, die 1,5 Monate kurz davor, wo wären wir gelandet? Aber alhamdulillah, das Bittgebet hilft dir immer über dich. Manchmal lässt Allah Azza wa Jal dich bis zum Schluss. Warum? Weil er wissen möchte, ob du an ihn oder auf ihn richtig vertraust oder nicht. Und deswegen verzweifelt nicht, liebe Geschwister. Das ist meine Botschaft an euch. Wer hat so eine Situation gehabt wie Ibrahim oder Zakaria oder sonstige? Wenn sie diese Situation, obwohl sie sie gehabt haben, Allah Azza wa Jal ihnen die Situation erleichtert hat, dann wie ist das mit unseren Umständen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Situationen erleichtern. Und morgen, inshallah ta'ala, reden wir über die Botschaft der Engel, dass sie das Volk von Lut vernichten wollten. Und warum wollte Allah Azza wa Jal dieses Volk vernichten? Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah, wir sind gut in der Zeit. Machen wir 10 Minuten Fragen und dann beenden wir bi'idhnillah ta'ala. Na, bitteschön. Was meint Allah im Koran, wenn er sagt, reiß auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der... Ja. Siru fil Ard oder Fasiru fil Ard oder Siru fil Ard, es gibt verschiedene Überlieferungen, es gibt verschiedene Ayat. Fanduru keifa kana akibatu al, und dann gibt es verschiedene Ayat. So reist auf der Erde umher und schaut, wie das Schicksal der und derjenigen waren. Es gibt viele Ayat. So, was meint Allah Azza wa Jal? Er meint damit, wir sollen uns die Völker anschauen, die was von Allah Azza wa Jal gelobt oder vernichtet wurden. Vernichtet wurden. Dammar Allahu alayha, dammar Allahu alayhim, wa lil kafirina amthaluha. So hat Allah Azza wa Jal sie vernichtet und die anderen werden dasselbe Beispiel bekommen. Die anderen werden dasselbe Beispiel bekommen. Das heißt, man soll Lehren ziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Erde umherreist und du bist dann in der Stadt Sodom oder Sodom, das ist die Stadt, wo das Volk von Lut vernichtet wurde. In dieser Stadt wächst nichts. Wir werden dazu kommen, bi'idhnillah ta'ala. Was ist deine Aufgabe? Dass du dir Gedanken machst, warum diese Stadt vernichtet wurde, dass sie sich ungehorsam gegenüber Allah Azza wa Jal verhalten haben und dass wir nicht denselben Fehler machen dürfen wie diese Leute, denn Allah hat noch nicht alle Städte vernichtet. Es gibt noch viele, viele Städte, die Allah Azza wa Jal vernichten wird. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Mafhum? Na, bitteschön. Wenn man nicht Muslime Unrecht antut, muss man sie um Vergebung bitten? Natürlich, denn das Unrecht hat Allah Azza wa Jal gegenüber allen verboten. Zwischen Muslimen, Nicht-Muslimen, zwischen Groß, Klein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer heiligen Überlieferung, Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi. O meine Diener, ich habe mir selbst gegenüber Unrecht verboten. Allah ist so vollkommen, als dass er ungerecht ist. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Und ich habe dieses Unrecht zwischen euch allen verboten. فَلَا تَظَالَمُوا. Darum übt einander kein Unrecht. Hat Allah Azza wa Jalla hier was von Muslimen und Nicht-Muslimen gesagt? Oder عِبَادِي, allgemein Diener. Diener. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, اتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Fürchte das Bittgebet von einem ungerecht Behandelten, wa in kana kafiran, wenn er sogar ein Kafir ist. Die Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und Sahih. Selbst wenn er ein Kafir ist. Warum? Weil das hat nichts mit seiner Aqidah zu tun, dass er ein Kafir ist. Dafür wird er für ewig bestraft. Aber wenn du ihm Unrecht antust und er Allah in dem Moment einzig und alleine bittet, dann wird derjenige zur Rechenschaft gezogen. Na, deswegen sollte man das Bittgebet von einem ungerecht Behandelten fürchten. Und hier ist das eine Sache, die viele, viele Muslime, obwohl sie gute Taten haben, in das Höllenfeuer hereinbringt. Atadruna manil muflis. Wisst ihr, wer der Pleitegegangene ist? Der Pleitegegangene ist derjenige, der Yawmul Qiyamah mit was kommt? Mit Gebet und mit Fasten und mit Zakah. Aber den hat er beleidigt und den hat er sein Geld geklaut und den hat er sein Blut vergossen und den hat er geschlagen. So kriegt der von seinen Hasanat und der von seinen Hasanat. Auch wenn der Kafir nichts von den Hasanat bekommt. Ein Kafir hat keine Hasanat, aber Allah wird das Unrecht wieder gut machen.
Naam, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Deswegen soll man aufpassen, dass man keinen Unrecht antut. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafadda. Ja, das heißt nicht, der Bruder sagt, beim Kampfsport schlägt man jemanden ins Gesicht, aber der andere ist ja einverstanden. Das heißt nicht, wenn jemand einverstanden ist, dass auch Allah damit einverstanden ist. Okay? Ja, nee, ich gebe dir ein Beispiel. Okay? Ich reiche dir eine Zigarette. Jetzt, ich bin einverstanden, du bist einverstanden. Ist aber Allah damit einverstanden? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la tadrib al-wajh, schlage nicht in das Gesicht, denn das Gesicht ist geehrt bei uns, liebe Geschwister. Deswegen ist es verboten, in das Gesicht zu schlagen. Man kann Kampfsport machen, kein Problem. Nur man muss die Regeln beachten. Eine Regel, dass man nicht ins Gesicht schlägt, zum Beispiel. Und man kann am Körper, man kann ringen, man kann verschiedene Sachen machen. Das ist alles kein Problem, bi'idhnillah ta'ala. Und die Aura bedecken halt. Und dass man natürlich das nicht so intensiv macht, dass man dadurch seine Pflichten vernachlässigt, dann ist kein Problem, dann kann man das machen. Das ist ja nicht verboten, nein, aber halt mit diesen Bedingungen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafaddal. Du hast ja gesagt, es ist eine große Sünde, wenn man zweifelt, dass Allah allein ja gibt. Was mit dem Mann, der seinen Kindern sagt, dass sie den Reich verbrannt oder stirbt? Ja, der Bruder sagt, was ist mit dem Hadith, wo der Mann seinen Kindern gesagt hat, wenn ich sterbe, dann verbrennt meine Leiche und. Dieser Achil Karim, der hat noch mehr Probleme gehabt als nur diese Sache, dass er die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs verloren hat. Der hat gezweifelt daran, ob Allah ihn überhaupt zurückbringen kann. Okay? Wie heißt es im Hadith? Wenn Allah mich zurückbringen kann, لو قدر الله, wenn Allah in der Lage ist, mich zurückzubringen, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, ja? Dann wird er mich so bestrafen, wie er. Dieser Mann hatte Jahil gehabt. Weil er unwissend war, hat Allah Azzawajal ihm vergeben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal Ali Jal. Wenn ein Kafir einen Muslim grüßt, soll man antworten? Wenn ein Kafir einen Muslim grüßt, womit grüßt, zum Beispiel? Okay, zum Beispiel ein Kafir sagt dir Assalamu alaikum. Okay? Dann sagst du, wa alaikum. Okay? Schaut mal, der Islam hat uns beigebracht, man antwortet. Man antwortet, weil das auch eine Geste des Respekts ist. Deswegen antwortet man. Nicht so, wie man einem Muslim antwortet, aber man antwortet. Ja, weil manche Leute gehen eiskalt daran vorbei. Nein, das ist falsch. Sondern der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, selbst als er mit Aisha, radiallahu anha, war und eine Gruppe von Juden an ihn vorbeikam und sie sagten, Assalamu alaikum. Pass auf, nicht Assalamu, sondern Assalamu. Was ist Assalamu? Nein, Sam ist Gift. Mit Shadda auf Mim. Nein. Der Tod über dich. Was sagten sie? Der Tod über dich. Und der Prophet hat da nicht so drauf geachtet. Aber Aisha dafür umso mehr. Sie sagte, wa alaikum, wa la'na. Und auf euch. Und der Fluch Allahs Azzawajal. Und sie hat sie. Nein. Der Prophet sagte zu ihr, Rifqan ya Aisha. Sei freundlich. Was ist los mit dir? Sie sagte, hast du nicht gehört, was sie zu dir gesagt haben, ja, Rasulallah? Er sagte, was haben sie gesagt? Sie sagten, der Tod ist über dich. Er sagte, wenn sie das gesagt haben, ich sagte, wa alaikum, über euch. In einer Überlieferung, von mir wird erhört, von den anderen nicht. So, aber Shahid, was brauchen wir von diesem Hadith? Wie hat er ihnen geantwortet? Was sagte er zu ihnen? Wa alaikum. Deswegen, wenn Kuffar dir sagen, assalamu alaikum, dann sagst du, wa alaikum. Du antwortest, aber jetzt nicht wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu wa habibi wa habib qalbi und so, ja? Das nicht. Nur das, was wir gesagt haben. Bitte schön. Ich habe nur zwei kurze Fragen. Eine Frage auch wegen Ihnen. Wäre es auch noch wa alaikum salam zu sagen? Weil ich glaube, Sheikh auf dem Minat ist auch, wenn ich dich gelesen habe, erlaubt, dass man auch alaikum salam sagt. Ja, es gibt Gelehrte, die gesagt haben, wa alaikum salam, ist richtig. Aber im Allgemeinen haben wir die Hadithe deutlicher, die gesagt haben, wa alaikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na. Ibrahim a.s. hat doch den Gästen richtig gutes Essen gegeben. Sollen wir auch selber das Beste von uns aussuchen und dann den Gästen? Natürlich. Wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel Gäste zu uns kommen, sollen wir auch was Gutes suchen? Natürlich.
man soll da nicht hier mit den Resten kommen, die man sowieso nicht mehr essen will, die man sowieso kurz davor war, dem Bauernhof zu geben, ja? Sondern man sucht gutes, schönes Essen, weil du wirst ja auch belohnt dafür. Das ist eine Sache, jeden Cent, den du hier investierst, du wirst belohnt dafür, weil das mit Glaube an Allah Azzawajal und den jüngsten Tag zu tun hat. Deswegen gibst du etwas Schönes, was du kannst, aber natürlich auch nur, was man hat, okay? Allah Azzawajal sagt im Koran, in Surat Ali Imran, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَقْرَهُونَ أو مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet nicht eher den vollständigen Glauben erreichen, bis ihr von dem ausgibt, was ihr am meisten, bis ihr von dem spendet, bis ihr von dem spendet, was ihr am meisten liebt, nicht was ihr am meisten hasst. Das heißt, das ist verbunden mit Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn Gäste kommen, dann gibt man was Schönes. Und sogar, wenn andere noch besondere Gäste kommen, wie zum Beispiel Eltern oder sonstiges, dann soll man sich noch mehr ins Zeug legen, bi'idhnillah ta'ala. So, dass die Gäste zufrieden sind. Sie sollen zufrieden sein. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadda. Warum gibt es so viele verschiedene Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verschiedene Gebete hat? Warum gibt es so viele verschiedene Überlieferungen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam manchmal so und so gebetet hat? Das ist ja kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Es gibt Sachen von der Sunna, die kannst du so machen und so machen. Ja? Und wenn wir über die Handlung sprechen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so und so gemacht hat, dann reden wir meistens über Handlung der Sunna, meistens. Okay? Das heißt, manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Finger gezeigt. Manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Finger bewegt. Kein Problem. Sunnah. Manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gesessen, manchmal hat er so gesessen. Kein Problem, Sunnah. Das sind alles Sunnah-Handlungen. Okay? Deswegen, was ist dann unsere Aufgabe? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, die beste Verwirklichung der Sunnah ist, dass man es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachahmt. Das heißt, dass man manchmal so betet und dass man manchmal so betet. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Meine Schwester möchte wissen, ob sie die Tür aufmachen muss, wenn die Schwiegereltern unangekündigt kommen. Eine Schwester möchte wissen, ob sie die Tür aufmachen soll, wenn die Eltern unangekündigt kommen. Die Frage ist, die Schwiegereltern. Oder die Schwiegereltern. Hafan. Die Frage ist, in welchem Zustand befindet sie sich in der Wohnung? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr, was ich meine? Muss er nicht, weil er ist noch keine 20. Jetzt versteht er, ne? Na? Okay, das heißt, es ist gerade etwas los in der Wohnung. Ich drücke es mal so aus. Ja, dann. Und Allah Azza wa Jal hat uns verboten, in Surat An-Nur, dass wir zu bestimmten Zeiten bei den Leuten einfach so hereingehen. Weil in diesen Zeiten ist es wahrscheinlicher, dass sie bestimmte Sachen zu tun haben. Deswegen sollte man sich daran halten. Okay? Und von der Sunna ist es, die Person klopft dreimal. Von der Sunna ist es, die Person klopft dreimal an der Tür. Oder heutzutage klingelt man. Wenn er nicht aufmacht, was sollte die Person machen? Sie sollte gehen. Sie sollte gehen. Der Beweis dafür ist, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu war einmal in der Wohnung, dann kam einer und hat bei ihm geklopft. Und Umar hat erst später darauf reagiert. So, dass diese Person, der dreimal geklopft hat, weggegangen ist. Dann hat Umar die Tür aufgemacht, radiallahu anhu, und ist ihm hinterhergegangen. Er hat ihm gesagt, du, warum bist du davon gegangen? Er hat ihm gesagt, weil uns beigebracht wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir nur dreimal anklopfen, wenn keiner aufmacht, dann gehen wir. Er sagte, wo ist dein Beweis? Das heißt, wer hat dir das beigebracht? Er sagte, ich hörte dieses von Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu arda. Und dieser hörte es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen dieses dreimal anklopfen und dann geht man. Weil, wenn die Person dann beschäftigt ist, dann stört man die Person nicht weiter. Das kann sein. Ich meine, ist ja auch peinlich. Ja? Bei uns, die Araber sind so, nur damit ich euch ein Bild gebe, er klopft nicht, er schlägt fast die Tür ein. So. Dann merkt er irgendwann, das ist doch nicht so leicht, die Tür einzuschlagen. Ist eine gute Tür, feste Tür, mit Kette, alles drum und dran. Dann von unten. Ja, Ahmed! Ja, Ahmed! Dann schreit er von unten, ja? 10 Minuten. Ich habe das selber erlebt. Was ist los mit dir? Subhanallah.
Deswegen eigentlich Araber brauchen gar kein Handy, ja? Das geht auch so bei denen mit der Stimme. Der schreit die ganze Zeit, schreit die ganze Zeit. Das ist Su'ul Adab. Das ist ein sehr übles, schlechtes Benehmen. Das heißt, du zwingst die Person, dass er dir was, die Tür aufmacht. Heutzutage, wie können wir das heutzutage, dieses umsetzen? Einer ruft dich an, 100 Mal hintereinander. Nee, du musst rangehen. Ich bin jetzt in der Situation, du musst rangehen. Richtig? Muss er rangehen? Der muss gar nicht rangehen. Und du solltest als jemand, der Respekt hat und Adab gelernt hat, nicht lange klingeln lassen. Wenn du merkst, er geht nicht ran, dann geht er nicht ran. Er ist beschäftigt. Wallah, ich habe Leute, der ruft mich 20 Mal hintereinander an, 30 Mal hintereinander an. Der denkt, ich wäre seine Freundin, ja? A'udhu billah, das ist Su'ul Adab. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Benehmen. Man hat Respekt und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Leute nicht Mikado spielen den ganzen Tag, sondern dass sie beschäftigt sind, dann erst recht ist man noch vorsichtiger, wenn man sie anruft. Aber wir haben Leute, 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, die ganze Zeit rufen sie mich an. Das heißt, wenn er nicht schlafen kann, dann darf ich auch nicht schlafen. So nach dem Motto. Und das, liebe Geschwister, ein sehr, sehr schlechtes Verhalten. Du rufst einen Bruder an, wenn er nicht rangeht, das heißt, er hat seinen Grund. Da brauchst du ihn nicht 30 Mal anzurufen. Einer hat mich die ganze Zeit einmal angeklingelt und ich war so in Stress gewesen, mit privater Nummer ganze Zeit, das sind sowieso die besten Nummern. Und dann irgendwann mit seiner richtigen Nummer. Ich habe ihm gesagt, bist du der, der mich mit der privaten Nummer angerufen hat? Ja. Ich habe ihm gesagt, sag mal, hat dir keiner Respekt beigebracht? Wenn ich beim 100. Anruf nicht rangehe, stellst du dir nicht vor, dass ich beschäftigt bin? Er sagt, ach so, ja. Aber ich hatte mal eine Frage. Was sagst du über das Osmanische Reich? Hast du verstanden, was ich... Osmanische Reich auch noch, ja? Dann soll ich mit Ihnen jetzt über die Vergangenheit reden? Weil ich weiß nicht, ob wir es mit Leuten zu tun haben, die ein IQ höher als 3 oder 5 haben. Aber leider ist das so. Und manche Leute erziehe ich am Telefon. Warum? Weil das sehr respektlos ist. Genauso auch Frauen, die ihren Männern hinterher anrufen. 40, 50 Mal. A'udhu billah. Diese Frau, man muss ihr erklären, wie ihre richtige Umgangsweise mit ihrem Mann ist. Man hört das von Brüdern. Ein Bruder, der Ärmste, subhanallah, möge Allah uns bewahren vor solchen Frauen, ja, die so eifersüchtig sind und so unfähig sind, alleine etwas zu tun. Der Bruder ist für eine Stunde weggegangen mit Brüdern, die ihn besucht haben. Er hatte 36 verpasste Anrufe in Abwesenheit. In dieser Stunde nur. Das ist Su'ul Adab, ya Ikhwa. Das macht man nicht. Nahm. Und deswegen muss man die Leute auch in die richtige Richtung erziehen, dass sie so etwas nicht machen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, tafadda. Wenn zwei Brüder um Geld gespielt haben, gibt es hierfür eine Sühne? Wenn zwei Brüder um Geld gespielt haben, gibt es dabei eine Sühne. Diese Leute müssen Allah Azza wa Jal um Vergebung bitten, weil sie etwas gemacht haben, was haram ist. Na, Allah Azza wa Jal hat Al-Maisir verboten. Maisir ist Glücksspiel. Allah Azza wa Jal sagt, Ja, ihr die amanu, o ihr, die ihr glaubt, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal ash-shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun. O ihr, die ihr glaubt, der Khamr bedeutet hier hauptsächlich der Alkohol und auch al-maisir. Was ist al-maisir? Glücksspiel. Und dann gab es zwei Spiele, die waren bekannt in der Jahiliyyah, in der Zeit von den Qurayshiten. Das alles ist euch verboten worden, darum vermeidet dieses, damit ihr erfolgreich sein werdet. Dieses ist verboten in unserer Religion, dass man Glücksspiel macht. Wenn man das gemacht hat, soll man bi idnillahi samiyyal alim Allah azza wa jal um Vergebung bitten. Na. Gibt es so viele Tore des Paradieses, so wie Stufen auch? Also 8 Tore und 8 Stufen? Nein. Der Bruder fragt, sind die Anzahl der Tore, das heißt der Türen im Paradies, gleichzeitig mit der Anzahl der Stufen? Nein. Das Paradies hat 8 Türen, wie wir aus authentischen Überlieferungen kennengelernt haben. Und das ist, dass wenn man das Bittgebet spricht, den Dua spricht, nach dem Wudu, nach der Reinigung oder nach dem Russel, so werden sich die 8 Tore des Paradieses öffnen und man kann durch jede Tür hindurchgehen, durch die man will. Das ist die Anzahl der Türe. Was das Paradies anbelangt, der Prophet ﷺ sagt in einer Überlieferung bei Bukhari und Muslim, das Paradies hat 100 Stufen. 100
Stufen. Okay? Das heißt, 100 Stufen ist etwas und 8 Tore des Paradieses ist etwas anderes. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda. Ja. Könnten Engel uns Menschen auch besuchen? Und wenn ja, woran merken wir, Man fragt, könnten uns Engel auch besuchen? Und wenn ja, dann woran merkt man das? Wenn sie da sind, ruf uns, inshallah. Wir wären auch gerne dabei. Woher sollen wir das wissen? Subhanallah. Ich meine, Allah muss sagen, wir können das nicht wissen, niemals wissen. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber Engel können in unsere Wohnung reinkommen, wie wir wissen. Jetzt nicht in Menschengestalt, sondern allgemein Engel. Der Prophet s.a.w. sagte, ein Haus, wo ein Bild hängt oder ein Hund ist, wird nicht von Engeln betreten. Das heißt, wenn das nicht da ist, wird es von Engeln betreten. Wallahu ta'ala ala wa alam. Auch wenn du Koran liest und Surat al-Baqarah, dann kommen die Engel auch und die Djinn verschwinden. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadda. Was ist mit 20 Raka'a? Ist die Anzahl in Ordnung? Die ist in Ordnung. Es gibt davon, von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, arda, authentische Überliefererketten bei Al-Muwatta von Imam Malik, rahimullah ta'ala. Und es gibt unauthentische, das heißt nicht authentische Überlieferungen. Aber es gibt auch authentische, walhamdulillah rabbil alamin. Deswegen, das ist in Ordnung, dass man auch 20 Raka'a betet. Jetzt die Frage, wenn jemand schnell betet, sollte man dort beten? Nein. Weil Tarawih, Achil Karim, kommt vom Wort Raha. Raha heißt Erholung. Ja? Aber was die machen, ist keine Erholung, sondern Sport. Selbst ein Sportler, der Dreikampfsportler ist, der wird richtig aus der Puste kommen. Weil sie beten 20 Raka in 8 bis 10 Minuten. Das ist Beleidigung eigentlich. Ja? Das ist eigentlich Beleidigung. Somit zeigen dir die Leute, wir wollen das Ding schnell hinter uns bringen. Aber ist dafür die Ibadah gemacht, dass wir eine Sache schnell hinter uns bringen? Diese Ibadah ist was? Als der Prophet zu Bilal al-Habashi gesagt hat, bezüglich des Gebets, er soll Adhan machen, er sagte zu ihm, Adhan ya Bilal, ra'ihna biha, mach Adhan, o Bilal. So, lass uns Erholung finden, wo? Im Gebet. Die sagen, lass uns Schnelle finden im Gebet. Der betet wie ein Subhanallah. Ich verstehe das sowieso nicht, der ist 80 Jahre und ist schneller als du und ich. Der ist so schnell, Subhanallah, 80 Jahre, ja. Normalerweise mit 80 Jahren kann man sich nicht mal alleine die Schuhe anziehen. Aber da sind sie trainiert. Möge Allah Azzawajal uns bewahren, dass wir zu Leuten gehören, die eine Ibadah nur schnell hinter sich bringen wollen. Na, bitteschön. Wenn ein Ungläubiger stirbt, darf man zu seiner Beerdigung gehen? Wenn ein Ungläubiger stirbt, darf man zu seiner Beerdigung gehen? Nach der richtigen Ansicht, nein. Was will man auch dort? Schaut mal. Jetzt, wenn ein Ungläubiger stirbt, natürlich haben sie Zeremonien oder nicht? Ja. Was sind diese Zeremonien? Vom Islam oder Schirk? Alles Schirk. Siehst du jemanden zum Beispiel, der läuft mit dem Kreuz voran, bei der Janaza bei ihnen, und die anderen laufen hinterher. Willst du hinter einem Kreuz laufen? Nein. Wenn er dann eine Ansprache hält, der sagt im Namen des Vaters, des Sohnes, der sagt über Allah, Allah wären drei. Wie kannst du dabei sein? Und noch schlimmer, manche gehen sogar in die Kirche. Ja, dann nimmt er auch Wasser, Taufen, nicht für Wudu, zum Taufen, ja? Und macht alles mit. Jahil. Er ist ein Unwissender, der weiß nichts, dass er mit den Zeremonien der Kuffar sich in sehr gefährliches Fahrgewässer begeben hat. Das ist sehr, sehr gefährlich, Herr Ikhwan. Deswegen, man geht nicht hin. Und der Beweis dafür, dass man nicht hingeht, ist der Hadith, wo Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu kam und dem Propheten sallam sagte, dass sein Vater gestorben ist. Wer war der Vater von Ali ibn Abi Talib? Abu Talib. So, was hat der Prophet sallam gemacht? Hat er gesagt, gut, dass du uns informiert hast, wir werden jetzt alle kommen. Er sagte, geh und beerdige deinen Vater. Dein, also Sheikh, hier hat er Sheikh gesagt, bedeutet hier nicht Sheikh al-Islam, ja, sondern Sheikh, alter Mann. Geh und beerdige den alten Mann. Warum ist er nicht mitgegangen? Frage, hat der Prophet s.a.w. Abu Talib geliebt, ja oder nein? Okay, der Beweis ist klar im Koran. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Du kannst nicht den Recht leiten, ja Muhammad, den du liebst. Das ging darum, dass der Prophet sallam versucht hat, in den letzten Minuten vor Abu Talibs Tod ihn dazu zu bringen, den Islam anzunehmen. Aber er hat ihn nicht angenommen. Dann kam diese Ayah herab, nachdem Abu Talib gestorben ist. Du kannst nicht den Recht leiten, ja Muhammad, den du liebst. Aber Allah leitet Recht, wen er will. Das heißt, er hat ihn geliebt, aber er ist nicht zu seiner Janaza gegangen.
Deswegen gehen wir nicht hin. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Natürlich, es gibt Gelehrte, die gesagt haben, man kann hingehen. Aber selbst die haben gesagt, nicht wenn die Zeremonien gemacht werden, nicht wenn Munkar gemacht wird, ja, dann bitte geh mal zu einer Janaza, wo die nach der Sunna handeln. Wirst du das sehen? Auf keinen Fall. Na, tafadda. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Baqarah, und die Ayat ging um Scheidung, وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, und fürchtet Allah und so wird Allah euch lehren. Der meiste Grund, warum Leute, die nicht Wissen besitzen und kein Verständnis für die Religion haben und umherirren zwischen der und der Sekte, ist, dass sie Allah nicht fürchten. وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, so, und fürchtet Allah und so wird Allah euch lehren. Lehren. Deswegen soll man Allah Azza wa Jalla fürchten. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, wird er euch ein Furqan geben. Was heißt Furqan? Was heißt Furqan? Eine Unterscheidung zwischen was? Zwischen gute Serie und schlechte Serie, zwischen Haq und Batil, zwischen Wahrheit und Falschheit. Das heißt, fürchtest du Allah richtig, dann wird er dir diese, subhanallah, seht ihr nicht, Geschwister, wallahi al-azim, die können kein Arabisch. Die sind neu im Islam, aber die haben richtige Aqidah. Und dann seht ihr Leute, die sind Araber, die können jonglieren mit der arabischen Sprache. Und der, a'udhu billah, hat die schlimmste Sufi-Richtung oder Shia-Richtung oder eine andere Richtung. Das, weil Allah Azza wa Jal begünstigt, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Naam, tafadda. Wie lang ist die Brücke As-Sirat? Wie lang ist die Brücke As-Sirat? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, diese Brücke ist geschlagen über Jahannam. Das heißt, von der einen Seite bis zur anderen Seite. Und wer hereinfällt, Abu Huraira radiallahu anhu, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, sagte, man fällt wie lang? Wie tief? Wie viel? 70 Jahre tief. Überlegt mal, dass man 70 Jahre fällt. Und 70 Jahre, Yawm al-Qiyamah, ist wie 70 Jahre hier? Allah al-Musta. Wer von dieser Brücke herunterfällt, die so dünn ist wie ein Haar und so scharf ist wie ein Schwert, so wird er 70 Jahre tief herunterfallen. Und oben gibt es die Stacheln von As-Sa'dan. Sa'dan, das ist eine Pflanze, eine Kaktuspflanze im Jemen. Diese sind, kennt ihr manche Kaktusarten? Die sind so fest und so spitz wie Messer. Kennt ihr das? Subhanallah, ich bin in der Türkei, bin ich, als ich am Strand gelaufen bin, ich hatte so Billiglatschen an und bin gelaufen. Das waren kleine Stachel, die sind durch die Schuhe durchgekommen. Ich dachte, meine Seele geht gleich raus. Das waren kleine Stacheln, wallahi al-azim. Das war so schmerzhaft gewesen, als ob man dir Messer herein, und das waren Stacheln. Die lagen sogar am Boden. Jetzt, was denkt ihr über Sa'dan? Gib das mal ein im Sheikh Google. Fragt mal Sheikh Google, was sind diese Stacheln von Sa'dan? Dann wirst du sehen. Und diese werden einen dann oben auf der Sirat-Brücke, wenn man zu den Übles gehörenden, wenn man zu den Übles-Tunden gehörte, so werden sie einen packen und zerfetzen. Und dann wird man herunterfallen. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewachen. Na, bitteschön. Das heißt jetzt lateinisch so, dieses Ding. Wird man belohnt, wenn man den Koran in Lautschrift liest? Ich empfehle das nicht. Man sollte das nicht machen. Man sollte die arabischen Buchstaben lernen. Ich meine, so viele Geschwister haben das gelernt, die auch keine Araber sind. Wer ist von euch nicht Araber und kann Koran lesen? Also das heißt, eigentlich lesen, ja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wo ist das Problem? Man kann das doch. Man lernt das. Ein Bruder, subhanallah, der hat den Islam angenommen, möge Allah azza wa jalla ihn segnen, der wollte so gerne den Koran auf Arabisch lesen, dann hat er sich einen Tag hingesetzt und hat die ganze Zeit Buchstaben, Buchstaben, Buchstaben gelernt, bis er abends dann stotternd den Koran lesen konnte. Stottern. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das geht. Wenn man sich bemüht, dann geht das. Ich meine, schau mal, jetzt die Jugendlichen, die haben ein Handy, ja, S12 oder S13, was ist jetzt das neueste Modell, Ali Jan? Bitte? A6. A6, Wallah, ich dachte, das wäre ein Auto. A6, ja?
A6. Teil. Gib einen Jugendlichen A6, was wird er am Abend? Der hat alle Funktionen durchprobiert, richtig? Der kann top damit umgehen. Ja, das ist Handy. Subhanallah. Was sagt Allah Azza wa Jal im Koran? Sie kennen die Dunya, das heißt das, was sie von der Dunya kennen. Sie kennen das, sie lernen das, aber gegenüber der Akhira sind sie unaufmerksam. In Surat Ar-Rum, sehr gefährliche Ayah. Was die Dunya anbelangt, so lernen sie das, studieren sie das, so dass sie wissen, wie man damit umgeht. Aber die Akhira verlässigen sie. Allah al-Musta. Na, tafadda. Was soll man machen, wenn man nicht richtig bereuen kann? Was soll man machen, wenn man nicht richtig bereuen kann? Natürlich, das hat Ursachen und Gründe, wenn man nicht richtig bereuen kann. Diese Reue erstmal ist nicht von einer Person selber, sondern von Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt in Surat At-Tauba, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, die Person, damit sie auch bereuen konnte. Von wem ist das oder die Gnade, dass du bereuen kannst? Von Allah. Das heißt, er muss dich dorthin bringen. Wenn er dich nicht zur Reue leitet, dann hat das Gründe. Was für Gründe könnte das haben? Oder ich frage mal anders. Glaubt ihr, dass eine Person, der bereuen möchte, dass Allah ihn davon abhält zu bereuen? Glaubt ihr das? Niemals. Niemals wird Allah Azza wa Jal eine Person davon abhalten, der bereuen möchte, auch zu bereuen. Niemals. Hier liegt ein ganz anderer Grund vor. Und die Person weiß am besten, was er im Leben macht. Möge Allah Azza wa Jal uns, möge Allah Azza wa Jal uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Die Person soll gucken. Entweder macht sie etwas, was das Bittgebet zurückhält, oder sie ist sehr übel zu ihren Eltern, oder. Das können verschiedene Gründe sein. Na, bitteschön. Es wird gefragt, ist es okay, Suren in Lautschrift auf Papier zu schreiben, um es im Gebet nutzen zu können, wenn man kein Arabisch, Also die Person, die erstmal noch nicht in der Lage ist, das Gebet zu beten. Das heißt, sie weiß nicht, was sie im Gebet sagt. Es ist ausreichend für sie, nach einer Überlieferung bei Abu Dawud, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Person soll im Gebet was sagen? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar und La ilaha illallah. Das soll sie sagen im Gebet, bis sie das Gebet gelernt hat. Aber sie soll dann auch sich bemühen, das Gebet zu lernen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadda. Die Eltern stellen die Bedingung, dass die große Schwester erst heiraten muss, damit die Kleine heiratet. Das ist nicht von den Bedingungen, die man... Ja, jetzt mal angenommen. Die Kleine hat jetzt einen tugendhaften Mann, der sich für sie interessiert. Und die Große hat niemanden. Auch in den nächsten 20 Jahren nicht. Das heißt, dann bleibt die andere auch zu Hause? Was ist das? Subhanallah. Deswegen, ja, Ikhwa, die Eltern sollten barmherzig sein. Und sie sollten, wenn die Person einen guten, rechtschaffenen Mann gefunden hat, diese kleine Schwester, dann sollten sie sie auch verheiraten. Und ich empfehle in diesem Land, je mehr die Vettern noch weiter vorangehen, und die Vettern sind schon viele, sollten die Kinder im hohen Alter heiraten oder im jungen Alter? Im jungen Alter, aber natürlich im jungen Alter trotzdem, dass sie reif sind. Was heißt reif? Du kannst nicht jemanden verheiraten, der einen an der Klatsche hat, ja? Der noch mit Teletubbies spielt und sowas, sondern es sollte schon eine gewisse Reife da sein. Der sollte schon eine gewisse Verantwortung übernehmen können. Heute machen auch Eltern einen Fehler, viele bei den Arabern. Der sieht, sein Sohn ist problematisch. Der ist 18, war 20 Mal im Knast und. Was sagt er? Khalas, jawizu. Ja, verheirate ihn. Ja, und danach? Der macht seine Ehe kaputt. Was hat der gelernt? Ja, wie man in den Knast reinkommt und wie man dort sich ein Handy besorgt. Das hat er gelernt. Was kann er der Frau beibringen? Was kann er seinen Kindern beibringen? Deswegen hier ist das nicht richtig, liebe Geschwister, sondern man sollte jemandem schon eine gewisse Erziehung geben, ein gewisses Wissen geben, sodass er dann auch heiraten kann. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön. Was soll einer machen, wenn er jahrelang nicht gebetet hat, aber jetzt angefangen hat, oder die nicht gebeteten Gebete nachholen?
Ein Bruder wurde von Allah Azzawajal rechtgeleitet und hat jetzt im hohen Alter oder später angefangen, seine Gebete zu machen. Was ist mit den früheren Gebeten? Jumhur ulama, die meisten Gelehrten sagen, er muss es nachbeten. Aber das ist nicht die richtige Ansicht, weil der Beweis, den sie anführen, nicht überzeugend ist für diese Angelegenheit. Sondern, was ein Teil der Gelehrten gesagt hat, unter ihnen Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, unter ihnen Ibn Hazm, Rahimullah Ta'ala und andere, sie sagten, die Zeit für die verpassten Gebete ist vorbei, weil er hat sie absichtlich verpasst. Wir reden ja nicht, dass er verschlafen hat oder dass er sie vergessen hat, sondern er hat sie absichtlich verpasst. Und die Zeit von Dhuhr heute ist heute, nicht morgen und nicht am Abend. Na, deswegen, wenn diese Zeit verstrichen ist, ist sie weg. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna salata kanat ala al-mu'minina, Kitab al-Mawquta, das Gebet ist für die Gläubigen zu festen Zeiten Pflicht. In Surat An-Nisa. Deswegen ist es nicht nötig, dass er alle Gebete nachholt, aber er sollte jetzt, ab jetzt, viele zusätzliche Gebete beten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na. Ist der Jilbab für die Frau Pflicht? Pflicht ist, dass sie die Eigenschaften erfüllt, die dafür da sind, um eine islamische Bedeckung zu tragen. Was heißt das? Es gibt kein saudi-arabisches Modell oder ein ägyptisches Modell oder ein persisches Modell oder ein so und so Modell, was verpflichtend ist. Nein, vielmehr sollte die Kleidung Eigenschaften haben. Was sollte sie für Eigenschaften haben bei der Frau? Richtig, die muss die Reize bedecken, darf nicht eng sein. Weiter? Haben wir gesagt, die Aura bedecken? Nicht auffällig sein, das heißt keine auffälligen Farben, na, so pink und grün und, na. Genau, richtig. Nach einer Meinung, alles muss bedeckt sein von der Frau, außer Gesicht und Hände. Und nach einer anderen Meinung, dass auch das Gesicht und die Hände bedeckt sind. Was noch? Was noch? Darf sie hautfarben sein, die Kleidung? Hautfarben sein, wie die Farbe der Haut? Nein, nicht durchsichtig, nicht parfümiert, dieses alles ist verboten. Naam. Und Aura bedecken meinen wir bis unten, bis zu den Knöcheln. Das heißt auch über den Knöcheln. So sollte die Bedeckung von einer muslimischen Frau sein. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wer hat noch alles eine Frage, damit wir das beenden, inshallah? Nur noch 1, 2, 3, 4 Fragen. Bitteschön. Wenn man ist das Wudu gebrochen, wenn man sein Glied mit Shahwa anfasst oder eine Frau anfasst? Wenn man beides anfasst, sowohl das Glied als auch die Frau mit Shahwa, mit Gelüst, dann ist das Wudu gebrochen. Dann ist das Wudu gebrochen. Aber wenn man jetzt das Glied anfasst, zum Beispiel man trocknet sich ab und kommt dagegen oder sonstiges, dann ist das nicht gebrochen. Auch die Frau, wenn man sie berührt, ist nach der richtigen Ansicht, und das ist die Ansicht von den meisten Gelehrten, nicht gebrochen, wenn das nicht mit Gelüst war. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ja? Bitteschön. Wenn einer ein Bittgebet macht und diese, also wo man halt nicht überzeugt ist, ja? Das ist doch, ist es kein Weg vom Schäfan, der das natürlich. Der das ja, klar. Ich habe gestern im Unterricht gelernt, dass der Schäfan diesen Weg dann halt, er will einem die Hoffnung nehmen, ja, von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Weg von Shaitan. Deswegen soll man sich nicht beirren lassen. Liebe Geschwister, man bittet Allah azza wa jalla und man weiß mit Gewissheit, dass Allah azza wa jalla einem alles erfüllen kann. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tfadda. Wird es so sein, dass die Sonne nur einen Tag im Westen aufgeht? Sobald sie im Westen aufgeht, ist sozusagen für jeden die Reue versperrt worden. Das heißt, das ist von den letzten Zeichen, weil es danach keine Möglichkeit mehr der Reue gibt. Wie lange das sein wird, Allahu a'lam. Na, wer war die letzte Person? Du, ja? Hast du dich gemeldet? Ja. Bitte schön, Ali Jan. Jetzt als Frau? Ja. Was ist, wenn die Frau sich bedecken möchte, aber die Eltern verbieten das? Hier darf sie nicht auf die Eltern hören. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
وإن جاهدوك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Und wenn sie das in Surat Al-Ankabut, und wenn sie dich dazu bringen wollen, in einer Sache, das heißt mit Schirk oder Sünde, ja, dass sie dir befehlen, Schirk oder Sünde zu machen, dann gehorche ihnen nicht. Dann gehorche ihnen nicht. Hier darf man ihnen nicht gehorchen. Und wenn sie das Mädchen so bedrohen, dass sie, und das hatten wir schon gehabt, ja, Schwestern, die sich bedeckt haben, die Eltern sind mit Messer auf sie losgegangen. Überlegt mal. Subhanallah, das Schlimme ist, ja, sie sagen zu der Schwester, die sich bedeckt hat, zu dem Mädchen, sie sagen, du bist Extremistin. Sie geht aber mit Messer auf sie los, das ist nicht extremistisch. Das ist mild. Das ist mild. Und so sind diese Leute, walayyadu billah. Deswegen, wallah, diese Leute sollen aufpassen, dass sie nicht als Kuffar sterben, ja. Möge Allah Azzawajal uns ein gutes Ende geben. Deswegen, hier hört sie nicht auf sie. Und wenn sie sie aber bedrohen und schlagen und dies und das, dann tragen sie die Sünde, wenn sie sich nicht bedecken. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.